Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Dustin BT. Ja, ich habe ja schon mal ein scharfes Gericht zu mir genommen. Das waren die damals schärfsten Ramen-Nudeln. Das Video kam eigentlich relativ gut an. Es ist ziemlich heiß draußen. Dann macht es natürlich auch Sinn, dass man jetzt mal die schärfste Currywurst, die man bei Amazon bekommen kann, zu sich nimmt. Fritz Currywurst, ich haue euch den Link in die Videobeschreibung. Und das Ganze kommt aus Ostwestfalen. Echte Manufaktur. Keine bezahlten Inhalte, ich habe das Ganze selbst gekauft und es ist meine persönliche Meinung, die sich hier in diesem Video widerspiegelt. Grad 4, die Hölle. Das Ganze ist mit 180 Gramm gegrillten Rostbratwürsten, also zwei Würste und einer leckeren Soße. Und wir testen das Ganze mal und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Es ist warm, wollte ich nur behauptet haben. Keine bezahlten Inhalte, alles was hier gezeigt wird, habe ich selbst erworben und es spiegelt auch nur ausschließlich meine persönliche Meinung zu dem Produkt in diesem Video wider. Fritz Currywurst, Grad 4 die Hölle. Ich finde es richtig cool, ist zwar etwas teurer, aber bestimmt eine coole Alternative zu dem Curry King und diesem ganzen Zeug. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Geschmacks- bzw. Geruchstest. Wir gucken uns das Ganze mal an. Dann machen wir uns das Ding heiß. Es ist schon Baguette im Ofen, weil so ganz Currywurst ohne Brot oder irgendwas funktioniert nicht. Wenn man ja die Schärfe testen, ist es wirklich schweineheiß heute. Und ich bin mir sicher, wenn die Schärfe wirklich das ist, was sie verspricht, dann werdet ihr jetzt fast jemanden sehen, der frisch aus der Dusche kommt, vermeintlich. Okay, gucken wir uns das mal an. Oh, riecht die gut. Oh, die riecht echt gut. Also echt cool. Natürlich arbeiten wir hier auch mit Konservierungsstoffen. Man sieht aber, es ist eine echte Bratwurst, beziehungsweise zwei Stück. Eine richtig schöne Rostbratwurst. So sie riecht. Leicht tomatig. Ich kann das jetzt gar nicht so definieren. Entfaltet sich wahrscheinlich erst, wenn es richtig schön warm ist. Ich möchte jetzt auch nicht vorher probieren. Aber wir füllen das Ganze jetzt in ein Mikrowellengefäß. Mikrowellengefäß. Und dann drehen wir das Ganze mal, so wie es drauf steht. Und dann werden wir das Ganze mal verzehren. Das Ganze wurde jetzt in der Mikrowelle gekurbelt. Was hier fehlt, ist Curry. Ja. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt nicht noch mehr die Schärfe entfalte, aber irgendwie fehlt mir das bei einer Currywurst. Also ich bin Curry Plus Fan. Das heißt, ich würze einfach noch ein bisschen was drauf. So als Tipp für den Hersteller, vielleicht so ein kleines Tütchen unten dran an die Dose. Ja, 10 Cent mehr verlangt. Da geht was. Und schon ist mir der Curry King Konkurrent Nummer 1. Brot. Oh, ist noch ein bisschen warm. Und Presto. Also die Soße ist echt top für eine Dosen-Currywurst. Richtig, richtig geil. Die Schärfe kommt langsam. Uiuiui. Ja, es ist auf jeden Fall Feuer im Spiel. Aber jetzt nicht so extrem wie bei den Ramen-Nudeln, sondern es entfaltet sich langsam. Die Wurst, die ist ein bisschen weich. Gut. Das ist immer noch Dosen-Currywurst. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Schärfe hält sich als für mich in Grenzen. Es kommt langsam im Rachen. Ich merke auch, der Körper, der reagiert. Aber es ist in Ordnung. Die Wurst, die muss ich jetzt noch mal kosten. Auf jeden Fall vorgebraten. Richtig fruchtiger Geschmack. Die Soße, die gefällt mir richtig, richtig gut. Also,
ich bin der Meinung, keine Currybude, eine Currybude kriegt das genauso hin. Nicht besser hin. Das ist aber so eine permanente Schärfe. Ja. Kein, ich hau da auf die Keule. Liegt aber vielleicht auch da dran. Dass ich ziemlich scharf esse. Ja. Das Ganze hat mich gekostet, die Dose steht jetzt schon ein bisschen hier. Ich weiß noch, was es gekostet hat, ich blende es euch mal ein. Link in der Videobeschreibung. Aber ich finde es irgendwie geil. Als Konserve, richtig gut. Irgendwas erinnert mich das auch. Hat so einen leichten Geschmack. Ich war als Kind immer im Freizeitland Geiselwind in der Nähe von Würzburg. Und da gab es eben eine Currywurst mit Pommes vom Imbissgrill. Und die Soße, die erinnert mich so ein bisschen daran. Also echt cool. Für mich jetzt die Schärfe keine Hölle. Bin ich ehrlich. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Habt ihr euch zu weit aus dem Fenster gelehnt. Aber für einen Otto Normal Scharfesser könnte das schon grenzwertig sein. Ja, also von daher alles richtig gemacht. Man soll ja die Leute auch nicht vergiften. Echt cool. Echt cool. Also cool ist es nicht. Es ist warm, aber so stelle ich mir eine Currywurst vor, die aus der Dose kommt. Die eine hochwertigere Qualität hat. Und ich kann mich nicht entsinnen. Die Schärfe kommt zu langsam. Ihr seht es vielleicht an meinem ausscheidenden Ausfluss am Stirnbereich. Ich schon merke im Hals, da tut sich was. Die Wärme kommt natürlich noch dazu. Es ist ein permanentes Schärfegefühl im Mund. Aber es ist nicht so, dass ich Schmerzen empfinde. Eieiei. Echt lecker. Echt, echt lecker. Liegt vielleicht da drin. Ich habe schon lange keine Currywurst vom Imbiss mehr gegessen. Ich muss auch echt überlegen, wo es bei uns hier in der Nähe wirklich einen guten Imbiss gibt. Eher Döner oder Gyros oder irgendwas anderes Schnelles auf die Hand. Also im klassischen Imbiss. Habe ich lange nicht mehr gegessen. Eigentlich schade. Vielleicht ist es hier eine Marktlücke. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch der Meinung seid, dass es vielleicht zu wenig Currywurstbuden gibt bei euch. Oder zu viel, mit dem, wo der herkommt. Okay. Fazit nach der Hälfte. Ich muss es jetzt mal sacken lassen, weil man merkt die Schärfe erst, so ein bisschen, wenn man das Essen aufhört. Aber es ist erträglich. Es ist erträglich, es ist wirklich eine angenehme Schärfe, für mich zumindest. Und ich empfehle das Ding auf jeden Fall weiter. Wer da mal Bock drauf hat fürs Camping oder für Ausflüge oder für Picknick, unbedingt bei Amazon mal nach der Fritz Currywurst gucken. Natürlich in verschiedenen Schärfegraden, ich glaube auch verschiedene Geschmacksrichtungen. War jetzt mal so ein Text ins Grüne raus. Ich werde das Ganze jetzt mal aufessen, werde noch mal am Ende Fazit geben, weil ihr müsst mir jetzt nicht die ganze Zeit beim Essen zugucken. Ja. Okay, also nach dem Teller muss ich doch sagen, kann was. Nicht so scharf, aber durch die Hitze heizt sich natürlich der ganze Körper jetzt durch die Schärfe auch noch mit auf. Ihr seht's.
richtig geil für den Herbst oder Winter. Genau die perfekte Schärfe, um sich noch zum Tag in der Skihütte, also am Tag auf der Skipiste oder nach einer Winterwanderung einfach richtig schön aufzuheizen, was deftig ist. Für den Sommer eher nicht so geeignet. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich drehe mich gerade im Kreis. Und wir sehen uns demnächst. Für alle, die sich wundern, wo das Chili-Video bleibt, die Früchte sind jetzt da. Ich habe schon einen kleinen Teil gedreht. Und jetzt geht es zur Ernte und dann werde ich noch was zum Umtopfen sagen. Das kommt dann als nächstes. Und bis bald.